Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Hasso-Box von Casey Rebel. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hasso von Casey Rebel, das Ganze am 19. April erschienen, also vergangen Freitag. Leider hat es Amazon bzw. der Lieferdienst nicht geschafft, das Ganze am Freitag wie gewohnt zuzustellen. Deswegen leider erst heute gekommen und dementsprechend das Unboxing stark verspätet, heute erst am Dienstag. Gut, die Folie habe ich bereits abgemacht, denn ich habe das Unboxing vorhin gerade schon einmal gedreht. Allerdings hat dann irgendwie die Kamera Faxen gemacht und deswegen jetzt das Ganze noch einmal zum zweiten. Also, deswegen ist die Folie bereits abgenommen. Gut, wir haben hier eine schwarze Box im Format her wie eine Schuhschachtel gehalten. Hier oben lesen wir einmal Casey Rebel, darunter Hasso. Und hinter diesem Schriftzug kommt der Interpret zum Vorschein hier. In diesem schmalen Streifen sehen wir Casey. Und was man zu dem Albumtitel vielleicht kurz dazu sagen muss, es ist seinem Vater gewidmet, der Hasan Kürkçecen geheißen hat, vor einiger Zeit verstorben ist. Und auf der anderen Seite auch seinem Sohn, der in Gedenken, in Ehren seines Vaters ebenfalls Hasan Kürkçecen heißt. Und das eben der Spitzname Hasso. Und wir haben hier zusätzlich auch noch ein Alpha und ein Omega eingebaut, also Anfang und Ende. Gut, hier unten lesen wir auch wieder Hasso. Auf der rechten Seite lesen wir Casey Rebel, Hasso. Und dann haben wir hier einen Streifen, das dürfte dann wohl der Vater sein. Casey Rebel. Und auf der Seite dann auch nochmals Hasso, Casey Rebel. Und hier dann ein Streifen seines Sohnes. Gut, von unten haben wir dann einen Barcode, hier lesen wir dann auch nochmal Casey Rebel und Hasso und hier unten gibt es dann noch die Credits. Genug zum Außendesign der Box. Wir kommen jetzt mal zum Inhalt. So, dann machen wir mal den Deckel ab, der ist etwas streng. Von innen glatt weiß. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal das Shirt, dann haben wir hier einmal die Bonus-EP, die Baller-EP, dann das Album an sich, Hasso, natürlich die Shisha und einmal dieses Textbuch bzw. dieses Fotobuch. Die Box packen wir mal wieder zusammen, machen es zur Seite. So, wir starten immer mit der Musik, in diesem Fall mit dem Album. Auch hier, so wie bei der Bonus-EP, habe ich die Folie schon entfernt. Wir haben hier ein Standard-Jewel-Case. Hier oben lesen wir auch wieder Casey Rebel und Hasso. Also das Design her ähnlich wie auf der Box. Allerdings eben hier noch zusätzlich die Streifen von Vater und Sohn mit dabei. Hier lesen wir dann auch noch in Gedenken an Hasan Kürkçecen. Kann man sich jetzt natürlich aussuchen, ob Vater oder Sohn damit gemeint ist. Ich gehe mal davon aus, dass hier der Vater gemeint ist. Casey Rebel Hasso, lesen wir auf der Seite. Und auf der Rückseite, Moment, wischen wir ganz kurz ab hier, haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 14 Tracks an der Zahl und Features sind dabei von Summer Jam, Vaisel, Capital Bra, UFO 361, Elias, Raf Camora und Contra K. Also sind insgesamt, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, 7 Features. Hier unten haben wir noch die Infos zum Album. Oben links einen Barcode. Dann werfen wir mal einen Blick hinein. Wir haben hier ein schwarzes Booklet. Generell das Album-Artwork oder auch die ganze Box und Design recht düster gehalten in dunklen Tönen. So, wir haben hier einmal 2 Zitate. Hallo Baba, ich hoffe, du hörst das. Das hier sind meine allerletzten Wörter. Vielleicht welche, die ich noch nie gesagt habe. Aber ich bin immer stolz auf dich, Baba. Und was lesen wir hier? Immer noch fühlt es sich wie ein Spaß an. Du warst in unseren Arm, als der Tag kam, als du meinen Kleinen in den Arm nahmst, wusstest du, dass die Reise schon nah war. Ja, also sehr emotionale Worte hier von Casey. Dann hier am Boden hockend. Und das hier ist ein Unendlichkeitszeichen. Das haben wir ja auch schon. Genau, hier ist es eingearbeitet. Spannenderweise, denn wenn wir uns noch mal kurz das
Cover hernehmen von der Box. Hier sind reguläre S, also ein Doppel-S, und hier hat man das Ganze dann zu einem Unendlichkeitszeichen geformt. So sieht das aus. Hier einmal das Alpha. Ja, genau, das habe ich vorhin angesprochen. Hier sind die Daten. Also, Hasan Kürkçıcan hier am 2. Oktober 2018 verstorben. Und der kleine Hasan Kürkçıcan kurz davor, Ende September, hier am 20.09. zur Welt gekommen. So, dann haben wir hier drei Aufnahmen von Casey Rebel und die Credits zum Album. So sieht das aus. Dann kommen wir zur CD. Die ist in Silber und Blaugrün gehalten. Sieht so aus. Überall lesen wir hier Hasso, Hasso, Hasso. Darüber Casey Rebel. Und dann auch hier wieder Alpha und Omega. Und dieser Hasso-Schriftzug in der Form des Unendlichkeitszeichen. Dann haben wir genug vom Album. Es ist übrigens das 7. Soloalbum von Casey Rebel, Hasso. Dann haben wir eine Bonus-EP mit dabei, die Baller-EP Rebel Army präsentiert. Das ist ein neues, neu gegründetes Label. Kommt ebenfalls in einem Standard-Toolcase, freut mich sehr. Und dann haben wir hier Casey Rebel vor einer fetten Hütte stehen. Erinnert mich an den Videoclip von Alain. So sieht das aus, Casey Rebel Baller-EP. Und auf der Rückseite haben wir 5 Tracks aufgelistet, ein Feature von Play69 und eines von Elias, der ja auch schon auf dem Album drauf war. Barcode und Credits. So, dann schauen wir auch hier mal das Booklet an, beziehungsweise, ja, es ist ein Einleger hier, 2 Seiten. Einmal die Infos zu dieser Bonus-EP und dann gibt es hier noch eine Aufnahme von Casey, Casey Rebel Baller-EP. Die CD, wie auch schon diese Rückseite des Booklets, sehr schlicht gehalten in Schwarz, Gelb und Weiß. So sieht das aus. Casey Rebel Baller EP. Und auf der Rückseite auch nochmal das Logo von Casey mit der Baller EP hier überklebt. Nächster Boxinhalt ist ein Büchlein, ein kleines Heft. Casey Rebel lesen wir hier. Und dann haben wir hier alles voller Hasso und hier dann ein Foto. Hier haben wir den jungen Casey, schicker Pulli, aber ich glaube jeder, der aus dieser Zeit kommt, hat solche Kinderfotos. Ich habe damals auch nicht viel anders angesehen oder ausgesehen, wurde damals auch nicht viel anders angezogen. Dann haben wir jede Menge Fotos. Hier spare ich jetzt jede einzelne Seite, aber was haben wir dann noch? Genau, hier haben wir dann Texte. So. Also, die Songtexte wurden hier mitverarbeitet und das Ganze dann natürlich noch unterlegt mit den diversen Fotos hier. Ist vom Design her sehr amerikanisch gehalten. Ihr seht hier jede Menge Football-Trikots und irgendwelche, was hatten wir da vorhin, irgendwelche, genau, so Cheerleader-Mädchen, also es dürfte alles hier, diese Fotos in den USA entstanden sein. Dann haben wir ein Shirt, das auch in diesem Football-Design gehalten ist. Passenderweise geht ja auch Casey Rebel dann auf die Quarterback-Tour. So sieht das aus. Wir haben hier ein weißes Shirt. Oben dunkelblauer Schriftzug Casey Rebel. Dann hier wieder Alpha und Omega, in diesem Fall in diesem Grün gehalten. Hasso, Hasso, lesen wir hier klein noch. Und darunter dann Rebel Army. Einmal der Schriftzug und einmal hier mit Logo. Auf der Rückseite haben wir hier nichts. Also blank weiß. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Gilden Heavy Cotton in der Größe L. 100% Baumwolle. Und made in Dominikanische Republik. Grüße gehen raus. Und als letzten Boxinhalt kommen wir dann noch zu dem mehr oder weniger Highlight neben dem Album. Und zwar ist das dieser Karton hier, der eine Shisha beinhaltet. Dieser ist rundum in schwarz bzw. in schwarz-weiß gehalten. Dann schauen wir mal hinein. Es ist ja das zweite Mal, dass ein Rapper eine Shisha in seine Box packt. Das gab es ja damals bei Mert in der Delikande Box. Und jetzt haben wir hier die Hasso
Shisha. So, also wir haben hier dann noch so einen, ich hoffe, man kann das sehen, so einen schwarzen Schaumboden, ebenso wie hier oben so ein Schaumstoff, der das Ganze gut gepolstert hat. Und dann haben wir hier die einzelnen Bestandteile der Shisha, die ich euch jetzt mal zeige. So, dann haben wir hier noch den, den Schlauch. So. Gut, also wir starten mit dem Körper. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier in dieser Metalloptik, hier lesen wir Casey Rebel, eine recht ungewöhnliche Form oder einen recht ungewöhnlichen Körper für eine Shisha. Wir haben hier nämlich kein Glasvasenstück, kein Wasserbehälter im klassischen Sinn. Dann haben wir hier zwei Anschlüsse. Einmal hier die Löcher und einmal hier der Anschluss für den Schlauch. Das Ganze kann man dann wahrscheinlich hier aufschrauben. Und dann haben wir hier auch noch weitere Inhalte. So, dann müsste das hier eigentlich auch nochmal aufgehen. Oder nicht? Ich denke mal schon. Ja. So, auch hier haben wir nochmal so Folie drin. Ah ja, genau, die Zange. Gut, also wir haben hier unten einen Körper. Hier kann man dann wohl das Wasser einfüllen. Dann haben wir hier unten ein Endstück hier mit den Löchern drinnen. So sieht das Ganze von innen aus. Das wird dann, wenn man Wasser eingefüllt hat, hier oben aufgesetzt. Davor natürlich dann noch dieses Ding hier. Ist jetzt die Frage. Nein, das ist das Mundstück zum Rauchen. Das bleibt hier. Also hier dann draufsetzen. Dann haben wir dieses Stück hier. Da kommt dann der Tabak drauf. Und dann kann man hier dann auf diesem Gitter dann die Kohle platzieren. Um sich natürlich dann vor der Kohle entsprechend zu schützen, dass die dann nicht durch die Gegend fliegt. Dann noch dieses Stück hier drauf machen. Das Ganze ist im Rebel Lounge Design. Also Casey Rebel hatte diverse Shisha-Lokale. Da ist dieses Logo hier. Und dann haben wir auch noch eine Zange. Ebenfalls in diesem Rebel Lounge Design. Die ist relativ klein und komplett aus Metall, also das solltet ihr dann schnell sein, wenn ihr mit der Shisha-Kohle hantiert, denn ansonsten werden euch die Finger hier ganz, ganz heiß werden. Gut, und dann haben wir natürlich noch einen, wahrscheinlich Silikon, einen Silikonschlauch, den man hier dann entsprechend draufpackt. So, den setzen wir dann hier an. Ist jetzt nicht der längste Schlauch, aber dafür haben wir ein umso längeres Mundstück. Das kann man dann ebenfalls hier in diesen Schlauch stecken. Und dann hat man hier ein wunderbares, das dürfte auch Edelstahl sein, ein schönes Mundstück, um das Ganze dann zu konsumieren. Also laut meiner Info reicht ein Stück Kohle, viel mehr passt wahrscheinlich auch gar nicht rein. Ich bin sehr gespannt, wahrscheinlich werde ich mal ein separates Video machen, wo ich das Ganze ausprobieren werde, wo ich euch mal zeigen werde, wie das Ganze funktioniert und ob ich damit zufrieden bin. Jawohl. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Shisha inklusive Zange. Hoppla. Dann haben wir mit dabei das Foto- bzw. Textbuch. Ein Shirt in Größe L, die Baller EP mit insgesamt 5 Tracks und natürlich das Album an sich mit 14 Tracks, kommen wir auf insgesamt 19 Tracks. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Hasso von Casey Rebel. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Casey Rebel unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.